Hi Freunde, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video. Ich bin wieder unterwegs mit dem Sascha von Sascha Verrückte Touren. Ich werde den Kanal wieder oben hinschreiben oder in die Videobeschreibung packen. Wir gehen uns heute eine verlassene Villa angucken. Was das Ganze so gibt, seht ihr wie immer in den nächsten paar Minuten. Macht's gut. Ja Leute, so, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir haben schon gesehen, vor dieser Villa steht ein Auto. Jetzt wissen wir halt nicht, ob das Urbexer sind, ob das der Besitzer ist. Oder sonst wer. Und ja, wir müssen mal gucken. Ja, Freunde, da ist das Haus. Wir sind halt jetzt auf dem Weg dahin. Und daneben steht auch halt echt direkt ein Auto. Bis jetzt sieht auch erstmal alles dicht aus. Wir werden jetzt erstmal einen Blick von der Lage machen, wozu das Auto gehört. Vielleicht mal klingeln, nett fragen, ob das machbar ist. Und weil das steht direkt davor. Aber es kommt auch nicht von hier. Es könnten echt Irrwechsel sein. Video. Ja, wie gesagt, in die Villa sind wir nicht reingekommen, aber jetzt haben wir hier einen sehr schönen alten Felsenkeller entdeckt. Was das Ganze so gibt, das seht ihr wie immer in den nächsten paar Minuten. Macht's gut. So Leute, wir sind drin hier. Ich filme diese Location bewusst nur von innen, weil wie gesagt, die, auch wenn hier viel Müll liegt, ist sie sehr unberührt. Und das Ganze ist hier ein Felsenkeller. Was es genau mit dem Namen auf sich hat und warum das so heißt, weiß ich nicht. Ich vermute mal, hier wurde mal irgendwie Wein oder Bier gelagert. Davon gehe ich jetzt mal aus. Da seht ihr wie immer Sascha Verrückte Touren. Ja, und jetzt werden wir mal hier einfach lang gehen und uns das Ganze angucken. Und hier auch diese ganzen Kabinen mit den Zahlen. Ich weiß nicht, ob da dann was gelagert wurde. Hier geht es auch lang. Jetzt müssen wir mal hier durch. Auf jeden Fall haben sie hier die Autoreifen, alter Fassad. Das riecht man auch. Ein altes Ölfass. Und das Coole ist halt echt, dass das hier so in den Berg reingetrieben wurde. Ihr seht, alles alte Felsenformation. Jetzt bin ich nass geworden. Hier seht ihr noch die schöne alte Bunkertür. Die Drucklufttür. Und ja, jetzt geht es hier vorne in den Berg rein. Hier sieht man das wieder schön mit den Felsen. Ja, diese Kabinen. Jetzt haben wir hier eine ganz große Halle. Hier wurde auch mal wieder Bier getrunken. Die Stalaktiten. Dann geht es jetzt hier durch diese Tür. Hier haben wir auch noch eine Tür. Hier haben wir etwas Technik. Stimmen gehört. Was? Was? Also, der Sascha, der spricht mit seiner Kamera. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das für ein Video jetzt wirklich interessant ist. Aber fototechnisch ist das Ding noch eins. So, dann haben wir da noch. Ja, das ist ja auch wieder so ein Raum. Das kommt mir so vor. Ich habe wirklich hier keine Ahnung von. Ich kannte es nur oder kennt es nur unter dem Begriff Felsenkeller. Aber als wenn die hier
was gelagert hätten. Ja, hier wie gesagt der alte Schnaps und Wein. Und da geht es jetzt noch rechts, aber das ist ein bisschen so unheimlich. Die Halle da ist sehr gefegt und man ist direkt an der Tür, man hört die Stimmen. Hier seht ihr das. Da ist die Tür da hinten. Aber da gehen wir jetzt mal nicht hin. Ja, hier haben wir noch dann so wie gesagt ein bisschen eine alte Uhr. Hier wieder so Türen. Und wir haben auch noch was Uraltes gefunden hier. Vor allem die Lampen schön noch. Vor allem kann man jetzt auch noch mal ganz gut sehen. Ach, hier auch sieht man, da kommt Wasser rein. Und ich vermute mal, das ist wie so ein Kanal, der nach oben geht. Sieht er echt klasse aus hier, ne? Ja, ich bin halt ein bisschen leise, weil das schallt hier extrem. So. Dann hat man jetzt noch die Möglichkeit. Auch mal, wie das aussieht. Hier, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, der Sascha hat das gemerkt. Und zwar ist da noch eine ganz, ganz alte Treppe. Die sieht echt was bei uralt aus. Und hier in diesem Raum haben wir da oben noch so ein Gitter, wo es da hingeht. Weiß ich nicht, aber wie man sieht, da geht es ja noch richtig in den Berg rein. Oder ja, auf jeden Fall geht es da irgendwo lang. Ja, hier haben wir auch noch so eine Kämmerchen. Mehr drin. Ach, du hast so ein paar alte Skier. Und ja, das war's aber. Wir werden jetzt mal Richtung Ausgang gehen. Das wird, ist auch eigentlich schon alles gewesen. Aber den Ausgang bis dahin habt ihr noch nicht gesehen. Ihr seht ja noch eine alte Tonne. Steht hier. Also wie so ein Teppich, so Matten. Guck mal hier. Ich denke mal, dass hier auch hier eine ganze Zeit lang sehr viele, ja, ich sag mal Müll und sowas entsorgt haben. Und viel Plastik. Guck mal, hier sieht man das ja. Eine Toilette. Immer wieder diese Kammern. Kammern über Kammern. Leute, ich kann jetzt nur noch filmen, wo es dunkel ist. Ich glaube, da sind welche. Der Sascha ist mit seinem Licht vorgegangen, weil meins zu hell einfach ist. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. Hier sind Stimmen. Ja, Leute, jetzt ging uns ein bisschen die Eisen und zwar auf einmal die Türe, wo wir waren, die stand sperrangelweit offen. Wir hatten die extra hinter uns zugemacht, abgeschlossen und dann standen da Leute davor. Aber tatsächlich, ne, die waren irgendwie nur... Ja, die wollten nur eine rauchen und haben dann irgendwie auf Italienisch gesprochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich echt gedacht gehabt, dass die wirklich die Türe aufgemacht haben und wollten uns jetzt da irgendwie an die Karre pinkeln. Aber wie gesagt, ich wäre natürlich rausgegangen, ich hätte natürlich super gesprochen, ne? Aber gut, ist nichts passiert. Das waren normale Fußgänger, die weitergegangen sind. Jetzt muss ich sagen, Marco, jetzt kommen wir wieder atmen. So sieht es aus. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Ich werde den Sascha hier oben verlinken, aber ansonsten einfach mal auf Sascha Verrückte Touren, so heißt der Kanal. Und ich würde sagen, bis demnächst. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.